Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer Arbeit an den esoterischen Unterweisungen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Ich werde heute die erste Stunde zum Teil frei halten, zum Teil vorlesen, entsprechend den aufgezeichneten Texten von Rudolf Steiner und den Mantren dieser Stunde. Wenn Sie dies für berechtigt halten, dann würde ich Sie bitten, sich diese Arbeit möglichst andächtig, voll bewusst und ohne Störungen und Unterbrechungen sich anzusehen. Zu Beginn möchte ich sprechen ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners. In den reinen Strahlen des Lichtes erglänzt die Gottheit der Welt, in der reinen Liebe zu allen Wesen erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele. Ich ruhe in der Gottheit der Welt. Ich werde mich selbst finden in der Gottheit der Welt. Das ist es, was uns die Anthroposophie bringen kann, dass wir durch das Studium der Wissenschaft vom Geist erweitern können unsere Fähigkeit zur Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis so weit zu entwickeln, dass wir die selbst gesteckten Grenzen der Naturanschauung überwinden, die gesteckten Grenzen der Naturwissenschaften und über diese Grenzen hinaus schauen auf die wirkliche Welt, der Seelenwelt, der Geisteswelt, dass wir so erkennen uns als geistige Wesen. Und in diesem Erkennen des Menschseins als Geisteswesen auch zur Welterkenntnis kommen, als eine Welt des Geistes und der Seele, aus dem wir heraus Urquellen, dass wir auch in dieser Welt, dieser Geisteswelt finden, den Urquell unseres eigenen Seins, wie wir Teil sind der seelisch-geistigen Welt, dass wir also finden in der Gottheit der Welt unser Selbst. Die erste Stunde der ersten Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Ich beginne mit der ersten Tafel. Der Tafel aus der achten Stunde. O Mensch, erkenne dich selbst. So tönt das Weltenwort. Du hörst es seelenkräftig. Du fühlst es geistgewaltig. Wer spricht so weltenmächtig? Wer spricht so herzinniglich? Wirkt es durch des Raumes weiten Strahlung in deines Sinnes Seins erleben? Tönt es durch der Zeiten Wellen weben in deines Lebens Werdestrom? Bist du es selbst, der sich im Raumes Fühlen, im Zeiterleben, das Wort erschafft, dich fremd erfühlend in Raumes Seelenleere, weil du des Denkens Kraft verlierst im Zeitvernichtungsstrome? Diese esoterische Schule mit ihren esoterischen Unterweisungen, sie ist, wie Rudolf Steiner sagte, direkt gegeben aus der geistigen Welt, von dem Wesen, das wir nennen Erzengel Michael oder auch Achai Michael, der leitende Geist der guten Götter der Entwicklung der Menschheit in heutiger Zeit. Der Geist, der will den Menschen bringen, die Fähigkeit in ihren Gedanken, wirkliche, wahre Gedanken von der Welt, von der geistigen Welt, sich zu erarbeiten. Die esoterischen Unterweisungen, die uns dazu führen, zu der Erkenntnis, dass wir auf Erden, in der sinnlich-physischen Welt, auch wenn sie wunderbar sein mag, herrlich und
schönste Erlebnisse man haben kann in der Natur, wir natürlich in der heutigen Zeit immer mehr und mehr die Bestrebungen arimanischer Art haben, den Menschen zu entnaturalisieren, also ihm diese Wahrnehmung der Natur zu entziehen, indem alles mehr und mehr versucht wird, künstlich zu machen. Dass wir aber die Erkenntnis erringen können in dieser künstlichen Umwelt, wir die Erkenntnis erlangen können, auch in der Natur finden wir uns als Mensch nicht. Wir finden den Urquell des Seins des Menschen, das wahre Menschsein in der Natur nicht. Wir können aber frei uns entscheiden als Mensch, einen Weg zu gehen zur Geisterkenntnis, an uns meditativ als Geistesschüler arbeiten, indem wir unseren Geist erkraften, unser Bewusstsein erkraften, unsere Seelenkräfte von Denken, Fühlen und Wollen erkraften, unsere Wahrnehmungsorgane, die sinnlich-physischer Art sind, erweitern, so dass wir haben, bekommen, Wahrnehmungsorgane der übersinnlichen Art, dass wir können, erkennen, aus Erkenntnis, auf einer Erkenntnisstufe der Imagination, einer Erkenntnisstufe der Intuition, der Inspiration, die göttlich-geistige Welt, dass wir so dann leben können, als vollbewusstes Geisteswesen in geistiger Welt, durch das, was dann im Laufe dieser esoterischen Stunden genannt wird, die Situationsmeditation, dass wir erkennen können, erleben können, die Anwesenheit höherer Götter, höherer göttlich-geistiger Wesen, indem wir durch die Arbeit an diesen esoterischen Unterweisungen unsere Kräfte des Denken, Fühlen und Wollens erkennen in ihrer Manipulation, Korruption, die wir mitmachen mussten durch unsere Inkarnation auf Erden, dass wir korrumpiert sind in unserem Denken, Fühlen und Wollen von den Widersachermächten, dass in uns leben, so das, was genannt wird hier, die drei Tiere, die uns abbringen wollen von unserem Weg zur Geisterkenntnis. Und so wollen wir hören, was uns der Hüter der Schwelle, der vor uns dann sich finden wird, der uns leiten will, zu kommen in die geistige Welt, der aber auch über uns als Mensch wacht, dass wir nicht kommen in die geistige Welt unvorbereitet, denn das würden wir nicht ertragen können. Wir würden uns verirren in der geistigen Welt. Wir müssen erst die Fähigkeit, die Wahrheit von der Unwahrheit, das Wesentliche von Unwesentlichen, den rechten Weg von der Verirrung zu unterscheiden. Und so hören wir aus der geistigen Welt sprechen, wo auf Erden gründen Farb an Farbe sich das Leben schaffen, offenbart, wo aus Erdenstoffen Form an Form sich das Lebenslose ausgestaltet, wo erfühlend Wesen willenskräftig sich am eigenen Dasein freudig wärmen, wo du selbst, o Mensch, das Leibessein dir aus Erd und Luft und Licht erwirbst. Da betrittst du deines eigenen Wesens tiefe, nachtbedeckte, kalte Finsternis. Du erfragest im Dunkel der Weiten nimmer, wer du bist und warst und werdest. Für dein Eigensein finstert der Tag sich zur Seelennacht, zum Geistesdunkel, und du wendest seelensorgend dich an das Licht, das aus Finsternissen kraftet. Es soll uns dies sagen, dass ja schön und herrlich und groß und erhaben die Welt ist und unendlichen Glanz der Offenbarungen aus allem an uns heranquillt, was als Lebendiges im Blatt und Blume quellt und was unserem Auge entgegensendet.
weil wir noch nicht aber haben diese Geistesstärke und diese Seelenwärme, um empfangen zu können die Offenbarung des Geistes, so müssen wir noch an uns arbeiten, an unseren Seelenkräften, um das zu ertragen, um nicht zu erleben, ein Zerschmettern unseres Geistes im Erleben unserer Nichtigkeit, zu erleben, wie wir ja durch das, was uns die Welt, die schöpfende, schaffende, wellende, webende Welt, das Wesende uns geschenkt hat, dass wir als Ich erst sind in der Kindheit, in der Entwicklung, dass wir erst diese Erkraftung erreichen müssen, um zu erleben zu können, in wirklicher, aber auch in kräftiger Weise, die wir ertragen müssen, die geistige Welt. Und daher steht an der Grenze zwischen Sinneswelt und Geisteswelt der Götterbote, jener Götterbote, den wir nennen den Hüter der Schwelle. Und dieser Götterbote, der richtet mahnend an uns die Worte. Und daher lassen wir die Worte des Geistesboten nun an unsere Seele erklingen. Und aus Finsternissen hellet sich, dich im Ebenbilde offenbarend, doch zum Gleichnis auch dich bildend, ernstes Geistes Wort im Weltenäther, deinem Herzen hörbar kraftvoll wirkend, dir der Geistesbote, der allein dir den Weg erleuchten kann. Vor ihm breiten sich die Sinnesfelder, hinter ihm da gähnen Abgrundtiefen, und vor seinen finstern Geistesfeldern, dicht am gähnenden Abgrund des Seins, da ertönt sein urgewaltig Schöpferwort. Sieh, ich bin der Erkenntnis einzig Tor. Und dann, wenn wir diese Stimme mit gebührendem Ernste in unserer Seele aufnehmen und erfassen können, dann sollen wir uns bewusst werden, aber in gewisser Weise dann erkennen, dass wir stehen als Mensch vor einem Abgrund, der uns trennt von dem Erleben der geistigen Welt. Dass der Abgrund das ist, was an uns lebt, durch das, was wir durchgemacht haben, in dieser Inkarnation auf Erden, wie uns die Widersacher in unserem Denken, Fühlen und Wollen manipuliert, korrumpiert haben, so dass wir ablehnend der Geisteswelt gegenüberstehen, dass in unserem tiefsten Inneren sich in unserem Denken, Fühlen und Wollen eingeschlichen hat, aller möglicher Widersacher wirken, dass uns mit Hohn und Spott und Lüge und Hass ab bringen will von der geistigen Welt, dass wir uns erst erkennen müssen in unseren Abirrungen von der geistigen Welt und uns dann mit Hilfe dieser esoterischen Unterweisungen, mit Hilfe dieser weiten, tiefen, helfenden Mahnungen des Hüters der Schwelle entwickeln können. Entwickeln können unsere Seelenkräfte von Denken, Fühlen und Wollen, um die Tiere zu überwinden. Die Tiere, die uns in diesen Abgrund des Seins hineinreißen wollen. Und der Mensch und die Menschheit, die stehen heute in dieser Zeit der Zeitenwende, des Anfangs der Zeitenwende, wieder vor diesem Abgrund. Die Menschheit bewegt sich wieder dahin, dass sie die geistige Welt erleben kann, aber sie muss den Abgrund überwinden. Was wir in der Öffentlichkeit als Menschheit erleben, das ist, dass die Menschheit steht vor diesem Abgrund. Die Widersacher möchten uns hineinreißen. Die Menschen aber können durch eigenen Entschluss, durch freie Tat, durch die Arbeit an sich selbst sich so erkraften, die Widersacher überwinden. Und so werden uns Seelenflügel wachsen, um zu übersetzen diesen Abgrund durch ein gereinigtes, erkraftetes, reines, heiles Denken, Fühlen und Wollen. Und so tönt vom Geistesboten Folgendes.
der Hüter spricht. Aus den Weiten der Raumes Wesen, die im Lichte das Sein erleben, aus dem Schritte des Zeitenganges, der im Schaffen das Wirken findet, aus den Tiefen des Herzempfindens, wo im Selbst sich die Welt ergründet. Da ertönt im Seelensprechen, da erleuchtet aus Geist Gedanken, das aus göttlichen Heileskräften in den Weltgestaltungsmächten wellend wirkende Daseinswort. O du Mensch, erkenne dich selbst. Der Mensch, er ist eine ewige Individualität. Wir kommen aus der geistigen Welt. In unserem Leben vor dieser Geburt, in unserem Leben zwischen letztem Tode, in der letzten Inkarnation und der Geburt, in dieser Inkarnation, da weilten wir in der geistigen Welt. Da erlebten wir das Zusammensein mit den göttlich-geistigen Wesen. Wir haben diese Erinnerung in unseren tiefsten Tiefen unseres Bewusstseins. Wir haben diesen Streben, dieses Hoffen, dieses Drängen, wiederzukommen in einen Zusammenhang mit der göttlich-geistigen Welt. Das ist unser Herzempfinden. Wir wollen wieder erleben diese heilige göttlich-geistige Welt. Wir streben danach, nach dieser Selbsterkenntnis, die wird zu einem heilenden Welterkenntnis sein, als Mensch. Aber wir stehen vor dem Abgrund. Wir werden durch unsere eigenen Verirrungen in diesen Abgrund gezogen. Wir müssen das hineinstürzen in den Abgrund überwinden, um die Kräfte zu entwickeln, überzusetzen durch eigenes Denken, Fühlen und Wollen über den Abgrund zum Erleben der wirklichen, urquellenden Welt des Menschseins hinüber in die geistige Welt. Und diese drei Abgründe, sie sind nicht drei Abgründe. Also die Abgründe, wo die Verirrungen des Denkens, Fühlen und Wollens sind, sie sind ein einziger Abgrund. Denn wandeln wir in die Raumesweiten hinaus, so weit bis wir, da wo die Raumesweiten, wenn wir also meditativ bis zu den Raumesweiten Grenzen kommen, wo sie sich grenzen, den Geist finden, wandeln wir in der Zeitenwende zurück in der Zeit, meditativ bis dahin, wo diese Zeitenwenden im Beginne der Zyklen ihren Anfang finden. Wandeln wir in die Tiefen des Menschenherzens, so tief, als wir uns nur vorstellen und erleben können, uns selbst im Herzen erleben können. Wir kommen immer an einen Abgrund, aber diese drei Abgründe, sie sind ein Abgrund. Und der Geistesbote, der Hüter der Schwelle, er spricht zu uns. Doch du musst den Abgrund achten. Sonst verschlingen seine Tiere dich, wenn du an mir vorübereiltest. Sie hat deine Weltenzeit in dir als Erkenntnisfeinde hingestellt. Schau das erste Tier, den Rücken krumm, knochenhaft das Haupt, von dürrem Leib, ganz von stumpfen Blau ist seine Haut. Deine Furcht vor Geistes Schöpfersein schuf das Ungetüm in deinem Willen. Dein Erkenntnismut nur überwindet es. Schau das zweite Tier, es zeigt die Zähne im verzerrten Angesicht. Es lügt im Spotten, gelb mit grauem Einschlag ist sein Leib. Dein Hass auf Geistes Offenbarung schuf den Schwächling dir im Fühlen. Dein Erkenntnisfeuer muss ihn zähmen. Schau das dritte Tier mit gespaltenem Maul. Glasig ist sein Auge, schlaff die Haltung. Schmutzig rot erscheint dir die Gestalt.
dein Zweifel an Geistes Licht Gewalt, schuf dir dies Gespenst in deinem Denken, dem Erkenntnis schaffen muss es weichen. Erst wenn die drei von dir besiegt, werden Flügel deiner Seele wachsen, um den Abgrund zu übersetzen, der dich trennet vom Erkenntnisfelde, dem sich deine Herzenssehnsucht heilerstrebend weihen möchte. Wir hören vom Hüter der Schwelle, dass in unserem Denken, Fühlen und Wollen sich breit gemacht haben diese Tiere, die durch alle möglichen Agitationen uns wegbringen wollen von dem Streben des Erlebens der geistigen Welt, das wir aber erleben können, diese Herzenssehnsucht, die in uns lebt, die geistige Welt erleben zu wollen. Wir müssen aber kennenlernen, was in uns als diese Tiere wirkt. Die wollen uns hineintreiben in den Abgrund. Die wollen uns hindern, die geistige Welt zu erleben. Diese esoterischen Unterweisungen, sie werden uns nach und nach zu einem besseren Verstehen dieser Tiere in unserem Denken, Fühlen und Wollen zu erkennen zu können. Und dass wir dann, wenn wir sie verstanden haben, dass wir sie dann umwandeln können, heilen können, unser Denken, Fühlen und Wollen erkraften können, sodass uns der Hüter der Schwelle bringen kann zum Erleben der geistigen Welt, bringen kann, dass wir uns Seelenflügel wachsen, um überzusetzen über diesen Abgrund. Das erste Tier ist so, dass der gegenwärtige Mensch Furcht hat vor dem Geistesschöpfersein, also von der eigenen Fähigkeit, Geistiges hervorzubringen. Die Furcht sitzt tief unten im Seelendasein des Menschen. Er möchte diese Furcht hinwegtäuschen. Da kleidet er seine Furcht in allerlei scheinlogische Gründe, durch die er die Offenbarung des Geistes widerlegen möchte. Die heutige Zeit ist voll von Literatur, wo Menschen durch alle möglichen komplizierten scheinlogischen Darstellungen begründen wollen, warum es keine geistige Welt denn geben kann. Und wir müssen die Mittel und Wege finden. Und diese esoterischen Unterweisungen dieser Schule, sie geben Anleitung dazu, gegenüber diesen Geistern der Furcht, es sind arimanische Geister der Furcht, die uns abbringen wollen, dass wir die als Ungetüm in unserem Willen sitzend überwinden können durch Erkenntnis, Mut. Und das zweite Tier, die aus dem Zeitgeist heraus sich in die Menschenseelen heute einschleicht, um ein Erkenntnisfeind zu werden. Dieses zweite Tier, das überall lauert, wo man hinkommt, das aus den meisten Literaturwerken kommt. Dieses zweite Tier, es ist dasjenige, das aber im Lachen lügt, weil es das Spotten im Lügen ist. Grinst es uns als das Spiegelbild desjenigen Getiers entgegen, das in dem eigenen Fühlen lebt und uns an der Erkenntnis hindert. Es ist ein Feind der Erkenntnis, dieses zweite Tier. Aber aufgestachelt durch innere, sonderbare Kräfte ist schon im Grunde jeder Mensch heute gegen die Offenbarung des Geistes. Es sitzt tief in uns, dieses Wirken dieses Tieres, dass wir spotten wollen über die geistige Welt, sie nicht ernst nehmen. Und durch die allersonderbarsten Mittel offenbart sich immer wieder dieses Spotten auf den Geist, dieses Nicht-Ernst-Nehmen des Geistes. Und das dritte Tier, es ist die Schlaffheit des Denkens, was wir heute nennen das betreute Denken, das nur noch dahinrollt in Nachrichten, in Darstellungen, in Internet, Social Medien, Dauerdarstellungen von verschiedensten komischen oder sonstigen Dingen, dass der Mensch nur kommt zu einem bequemlichen, nicht bewussten, nicht eigenwillen gesteuerten Denken, sondern fremdbestimmten, bewegten Denken. Es ist jenes Denken, das aus der ganzen Welt ein Kino, einen Film, ein Videospiel oder eine Dauer
Kurznachrichtendarstellung machen möchte, weil man dann nicht denken muss, man lässt sich bewegen im Gedanken, man bewegt nicht selbst den Gedanken, man muss nicht die Kraft zum eigenständigen Denken entwickeln. Das ist das dritte Tier, das nur abgerollt wird, fremdes Denken in uns. Der Mensch ist zu bequem, zu schlaff, um eigenes Denken, eigenes Urteil zu entwickeln, eigene Denktätigkeit, den eigenen Willen in das Denken hineinzubringen. Und wir erleben in diesen esoterischen Unterweisungen, dreifach ist der Schritt des Vorurteils, das uns in den Abgrund wirft, der heute die ganze Menschheit bedroht, in den Abgrund zu werfen. Wenn wir nicht Erkenntnismut, Erkenntnisfeuer, Erkenntnis schaffen uns aneignen. Wo auf Erden Gründen, Farben Farbe, sich das Leben schaffend offenbart, wo aus Erden Stoffen Form an Form sich das Lebenslose ausgestaltet, wo erfühlende Wesen willenskräftig sich am eigenen Dasein freudig wärmen, wo du selbst, o Mensch, das Leibessein, dir aus Erd und Luft und Licht erwirbst. Da betrittst du deines Eigenwesens tiefe, nachtbedeckte, kalte Finsternis. Du erfragest im Dunkel der Weiten nimmer, wer du bist und warst und werdest, für dein Eigensein finstert der Tag sich zur Seelennacht, zum Geistesdunkel, und du wendest seelensorgend dich an das Licht, das aus Finsternissen kraftet und aus Finsternissen hellet sich, dich im Ebenbilde offenbarend, doch zum Gleichnis auch dich bildend, ernstes Geistes Wort im Weltenäther, deinem Herzen hörbar, kraftvoll wirkend. Dir, der Geistesbote, der allein dir den Weg erleuchten kann. Vor ihm breiten sich die Sinnesfelder, hinter ihm da gähnen Abgrundtiefen, und vor seinen finstern Geistesfeldern, dicht am gähnenden Abgrund des Seins, da ertönt sein urgewaltig Schöpferwort: Sieh, ich bin der Erkenntnis einzig Tor, der Hüter spricht. Aus den Weiten der Raumes Wesen, die im Lichte das Sein erleben, aus dem Schritte des Zeitenganges, der im Schaffen das Wirken findet, aus den Tiefen des Herzempfindens, wo im Selbst sich die Welt ergründet. Da ertönt im Seelensprechen da erleuchtet aus Geist Gedanken, das aus göttlichen Heileskräften in den Weltgestaltungsmächten wellend wirkende Daseinswort. O du Mensch, erkenne dich selbst. Der Hüter spricht weiter: Doch du musst den Abgrund achten, sonst verschlingen seine Tiere dich, wenn du an mir vorübereiltest. Sie hat deine Weltenzeit in dir als Erkenntnisfeinde hingestellt. Schau, das erste Tier, den Rücken krumm, knochenhaft das Haupt, von dürrem Leib. Ganz von stumpfen Blau ist seine Haut, deine Furcht vor Geistes Schöpfer sein, schuf das Ungetüm in deinem Willen, dein Erkenntnismut nur überwindet es. Schau das zweite Tier, es zeigt die Zähne im verzerrten Angesicht. Es lügt im Spotten,
gelb mit grauem Einschlag ist sein Leib. Dein Hass auf Geistesoffenbarung schuf den Schwächling dir im Fühlen. Dein Erkenntnisfeuer muss ihn zähmen. Schau das dritte Tier mit gespaltenem Maul, glasig ist sein Auge, schlaff die Haltung, schmutzig rot erscheint dir die Gestalt, dein Zweifel. Am Geisteslicht Gewalt schuf dir dies Gespenst in deinem Denken, dem Erkenntnis schaffen muss es weichen, erst wenn die drei von dir besiegt werden Flügel deiner Seele wachsen und im Abgrund zu übersetzen, der dich trennet vom Erkenntnisfelde, dem sich deine Herzenssehnsucht heil erstrebend weihen möchte. Was zu erfahren ist beim Vorüberschreiten an dem Hüter der Schwelle, was notwendig ist, fühlend, wollend, denkend zu erleben, um an dem Lichte des Hüters vorbeizukommen, hineinzuschreiten in jene Finsternisse, aus denen aber jenes Licht quillt, indem wir das eigene Licht des eigenen menschlichen Selbst wiedererkennen und so zu dem O Mensch, erkenne dich selbst gelangen. Das werden wir in den weiteren Stunden erleben können. Und so möchte ich abschließen wieder mit der ersten Tafel aus der achten Stunde. O Mensch, erkenne dich selbst, so tönt das Weltenwort. Du hörst es seelenkräftig, du fühlst es geistgewaltig. Wer spricht so weltenmächtig, wer spricht so herzinniglich, wirkt es durch des Raumes weiten Strahlung in deines Sinnes Seinserleben. Tönt es durch der Zeiten Wellenweben in deines Lebens Werdestrom, bist du es selbst, der sich im Raumes fühlen, im Zeiterleben, das Wort erschafft dich fremd erfühlend, in Raumes Seelenleere, weil du des Denkens Kraft verlierst, im Zeitvernichtungsstrome. Zum Abschluss noch ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners dazu, dass wir uns finden können als ich-bewusstes Wesen, strahlender als die Sonne, reiner als der Schnee, feiner als der Äther, ist das Selbst, der Geist in meinem Herzen. Dies selbst bin ich, ich bin dies selbst. Vielen herzlichen Dank.